Moment.
Ja, wir sind hier immer noch live in unserem Stream und das wird auch noch ein bisschen dauern, weil wir noch einiges heute vorhaben. Zum Beispiel haben wir wieder eine Quizfrage eben gestellt. Ich schaue mal kurz nach. Das war ja eben die Frage mit der schottischen Stadt. Die richtige Antwort kam als erstes diesmal von Sascha. Weiß einer von euch die Antwort? Lemmings. Du hast den Retro-Robot gehört, das zählt nicht. Nee, ich habe diese Statue noch im Kopf, beziehungsweise ich habe sie nicht im Kopf, aber ich habe das sie, Bild möchte ich sehen, wenn du die Statue. Ja, die Statue im Kopf, aber ich finde das eine tolle Wertschätzung der Programmierer von Psygnosis. Ja, ich suche schon mal die nächste Frage, denn wie gesagt, wir wollen ja noch einige Steam-Keys heute hier verteilen. Machen wir nochmal was Leichteres, vielleicht finden wir da mal ein paar mehr Antworten. Was haben wir denn hier Schönes? Was ganz Simples mache ich jetzt mal. Da muss eigentlich jeder im Chat drauf antworten. Aber wer da am schnellsten ist, da bin ich gespannt. Das ist wirklich die einfachste Frage, die wir haben. Mal gucken. Welcher Held fehlt hier? Wer zuerst schreibt, kriegt wieder ein Stinky. Kettler, Dogler. Ich hoffe, Robin hat euch jetzt verwirrt. Wir schalten mal wieder zurück ins Bild und machen ein bisschen mit unserem Talk weiter. So, und da sind wir schon wieder. Und die Lösung ist schon angekommen. Es kam, Miriam hat als Zweite geantwortet. Scheiße. Und zwar mit ohne Scheiß einer ungefähr gefühlten tausendstel Sekunde Unterschied zu dem Sieger. Scheiße, scheiße. Super. Habe ich schon wieder geschafft, oder? Ich sage dazu nichts, wer noch alles geschrieben hat. Das lösen wir gleich aus. Ich mache jetzt zwischendurch nochmal Unterbrechungen für nächste Fragen dann. Aber wie gesagt, ich wollte da gar nicht irgendwas im Talk rausbringen. Ich glaube, es war noch eine Frage. Oliver ist noch da, ne? Ich bin noch da. Ja, da war doch eben, glaube ich, eine weitere Frage im Chat, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, das ging irgendwie wohl darum, was der Ninja da bei mir soll. Ja, die Frage war von Hex, ob die Ninjas zum Hintergrund gehören oder ob das zwei Filme sind. Und was der Ninja eigentlich genau ist. Der Ninja, ich habe es mal hier jetzt gerade gestartet, der stammt aus einer Demo der Gruppe Arsenic, wo ich irgendwann mal mitgemacht habe. Da läuft er gleich ins Bild. Man sieht ihn, wenn er dann mal irgendwie hinter mir herwuselt. Der ein Logo in den Hintergrund sägt. Und dieser Ninja, den hatte ich irgendwie so mehr so wie so eine Art Minimaskottchen von mir irgendwann mal übernommen. Und deswegen läuft er bei mir irgendwo hier in den Hintergrund jetzt her. Auf jeden Fall, jetzt kann man das so im Hintergrund sehen, was er eigentlich vorher gemacht hat, so jobmäßig. Ja. Der hat auf jeden Fall nichts direkt mit den Demos zu tun, die ich vorhin gezeigt habe. Aber wie gesagt, wenn im Chat noch Fragen sind, auch immer wieder reinschreiben, weil jetzt haben wir mal ein bisschen Ruhe, wieder reinzuschauen, weil vorhin war ja doch wieder ein bisschen Betrieb. Es war aber toll, was da abging. Der Chat scrollte auch bei euch im Demo-Panel. Ich weiß nicht, ob ihr das beobachten konntet, Oliver. Der scrollte nur so durch. Ich habe zwischenzeitlich reingeguckt, also nicht die ganze Zeit, weil weiß ich nicht, ob ich da vielleicht Dinge verpasst habe. Also ich konnte es kaum mitlesen am Fernseher, was da alles durchscrollte. Aber wie gesagt, es wird hier alles konserviert und auch nochmal für die Öffentlichkeit bereitgestellt. Also, und es schreiben auch schon viele, wo man die Sachen nochmal sehen kann. Die packen die bei uns in die YouTube-Archive. Die Audiodateien werden teilweise im Podcast mit ausgestrahlt, zum Beispiel das Panel vorhin, die Teile mit Smudo und Tommy Krabbeis und Co., die werden wir mit Sicherheit nochmal audiotechnisch ausstrahlen. Und ansonsten gibt es ja, wie gesagt, auch auf jeden Fall nochmal die einzelnen Panels als Video aus der Konserve. Also das bleibt natürlich erhalten für alle, die jetzt erst später eingeschaltet haben oder Teile verpasst haben wegen privater Dinge. Ja. Hat irgendjemand Schnee bei euch? Es hat gerade angefangen zu schneien, glaube ich, aber ich bin nicht ganz sicher. Warte mal. Ja, es ist interessanterweise hier, ich bin hier, ist ein Mittelgebirge hier aus der Eifel und kein Schnee. Schönes Wetter draußen, also 7-8 Grad. Miriam? Ich habe schon Puderzucker auf dem Auto. Okay. Mir ist alles grün in den Alpen. Und stürmisch. Hier ist es sehr windig, aber ansonsten kein Schnee. Vergehrte Welt. Ja, eigentlich sollte heute. Und Arne, bei dir? Arne, mach mal das Mikro an. Bei mir Sonne. Ist es. Oh, sorry, ich war gemutet. Bei mir, nö, ist es so ein bisschen kühl. 4 Grad Celsius oder so. Ah. Und regnet. Bei mir ist auch ruhig.
Also, Freunde, reden wir jetzt schon über das Wetter? Ja. Ist es so weit gekommen? Naja, wir haben drei Hauptthemen, Arne. Also einmal Yolanda, einmal Mister, einmal Wetter. Such es dir aus, was für dich jetzt mehr Relevanz hat. Nein. Ja. Wir haben noch mal wieder ein Thema, ein offizielles zurzeit. Nein, wir warten noch auf Gäste und haben freien Talk im Augenblick. Und sollte sich das so einfach, da kommt jemand, ich gucke mal kurz nach. Was haben wir gespielt? Ja, hol ich mal rein, bitte achte drauf, ob es korrekt ist, dann bitte sofort. Ich halte schon mal den Finger auf dem Abzug gedrückt. Genau, aber ich glaube, das ist okay, das wird wahrscheinlich. Ja, ist es? Ich habe eine Vermutung, mal gucken. Ja, das wird Herr Spengemann sein. Ja, das vermute ich auch. Wir können ja sagen, was wir gespielt haben. Ja, kannst du. Ja, das haben wir ja gestern schon. Aber wir gucken erstmal, ob wir den Gast dazu bekommen. So, die Videokamera müsste noch angeschaltet werden, das beantrage ich mal eben kurz. Ach so, musst du ja freigeben. Ja, ja. Ich gucke mal. Jetzt sehe ich nichts. Da, doch. Da ist er doch. Hallo. Ja, wir haben einen weiteren Gast im Panel und ich weiß jetzt erstmal, wo er herkommt. Carsten Spengemann haben wir dabei. Wo treibst du dich denn rum? Ja, ich sitze gerade neben meinem Kollegen Herrn Motzkos, wink mal. Im Studio, wir bereiten ja die Countdown schon morgen Super Bowl 55 auf ProSieben Max ab 2015 vor und sind hier gerade wild am Einleuchten und da habe ich die Zeit genutzt, mal kurz bei euch vorbeizugucken. Weil ich kann ja so nicht vorbeikommen, es ist ja Corona-Scheiß. Ich finde das cool, weil was mich total gewundert hat am Anfang, als wir gerade angefangen haben mit unserem Retro-Spiele-Club, du warst einer der Ersten, der jeden Post alles geliked hat. Ich dachte so, ja, ich finde es geil, was ihr macht. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Ich habe hab noch meine alte Pong-Konsole. Die hege ich und pflege ich. Die habe ich tatsächlich nochmal angeschlossen, sieht aber inzwischen heute scheiße aus. Also das ist, die Faszination ist weg. Aber ich habe tatsächlich noch alle meine alten Konsolen. Ich habe meinen Mega Drive noch, ich habe meinen Super Nintendo noch, ich habe meinen Neo Geo noch und ich habe tatsächlich noch meine ganzen alten Nintendo Game & Watch Spiele. Und ich mag das. Ich bin mit Videospielen aufgewachsen. Das ist für mich irgendwie so, das gehört dazu. Und ich finde es bewundernswert, dass ihr euch wirklich diese Mühe macht, das alles zusammenzutragen und den Leuten dann auch zu zeigen. Weil zum Beispiel LucasArts, Indiana Jones, war ich süchtig nach. Das ist cool, weil dann passt du genau hier in die Runde. Und ich empfehle dir auch tatsächlich mal, wenn du mal Lust hast, wir machen ja Donnerstag immer so Spieleabende, auch jetzt online, da bist du natürlich auch herzlich eingeladen. Da spielen wir über Amiga Live skurrile Sachen gegeneinander. Also auch das funktioniert sehr gut und ist gar nicht so schwierig. Oh geil, da komme ich wirklich gerne, weil jetzt ist ja Super Bowl und dann am Montag fliege ich nach Hause und dann habe ich erstmal 2-3 Wochen Urlaub. Ja. Und gerne, weil für mich ist das einfach diese Entwicklung, die ihr da präsentiert, die man bei euch sehen, erleben und anfassen kann. Das finde ich bemerkenswert, weil wenn du mal überlegst, also früher hattest du irgendwie ja, so ein Amiga auf dem Tisch und jetzt hast du das alles irgendwie in klein auf dem Handy, das ist total faszinierend. Und du hast bei Amiga Live, kannst du ja mal googeln, wenn du Zeit hast, da kannst du automatisch was anklicken und dann kannst du die Spiele direkt gegen Leute online spielen. Das machen wir halt dann immer über Twitch und das macht richtig Spaß. Also da kannst du dich jederzeit einloggen. Ist jeden Donnerstag ab circa, jetzt will ich nichts Falsches sagen, 20 Uhr, genau. Und das macht richtig Spaß. Also cool. Was sind deine Lieblingsspiele? Ja. Ganz natürlich, warte, ich muss jetzt mal kurz so tun, als würde ich mit Roman reden. Ich rede aber jetzt hier weiter, ja. Madden, ganz klar. Also Madden ist natürlich für jeden Football-Fan. Ich habe tatsächlich auch noch mein erstes Madden vom Mega Drive. Wollte ich gerade sagen. Madden ist für mich so A und O. Dann die ganzen alten Spiele, die ganzen Text-Click-Adventure, also Monkey Island und finde ich richtig großartig. Und dann, klar, Mario. Also Mario Kart, da wie viele Lenkräder ich inzwischen durchgebrochen habe, das wollt ihr gar nicht wissen. Wir haben Joysticks zerstört früher und an die Wand geschmissen und ich weiß nicht, ja, was alles. Also bei Summer Games, weißt du noch den hier? Wo man hier so eine Blase hatte. Grausam. Winter Olympics, sagt Roman Motzkos gerade. Hyper Olympics. Ja, ja, ja. Ja, ja. Gerade absolut erst durch. Was sagst du, Miriam? Haben wir gerade erst durch. Ja, jetzt Donnerstag haben wir California Games. Oh, ganz großartig. California Games. Oh, das waren noch Zeiten. Ich hatte auch C64, weiß ich noch. Spion gegen Spion. Oh, was habe ich da gesehen? Es ist eine Frage im Chat. Ist das der gleiche Spengemann, der vor 5 Jahren bei Pearl war? Ja, genau, der ist das. Der ist das. Kuckuck, hallo. Mir war es klar, weil ich gebe die Frage ja auch gerne ungefähr dabei. Auch eine Frage ist schön, man ist erstaunt, wen wir hier alles zu Gast haben. Und jetzt kommt die Frage, ob auch der Bürgermeister noch kommt. Nein, den haben wir heute nicht mit dabei. Nee. Ich denke, Carsten ersetzt uns auch den Bürgermeister, oder? Ich glaube auch, ein bisschen aktiver ist der Carsten dann auch als der Bürgermeister, oder? Zumindest im Spielebereich, vermute ich mal. Zumindest im Spielebereich, ja. Ihr macht morgen da eine Show, oder was ist geplant?
Genau, also morgen Nacht ist ja Super Bowl, also das Endspiel der NFL, und ich darf mit meinem Kollegen Roman Motzkus, Volker Schenk und Max Thielke die komplette Vorbereitungsshow moderieren. Also Unterhaltungsfernsehen rund um Football. Wir nehmen uns nicht ganz so ernst, gucken auf die abgelaufene Saison, auf das, was uns nachts erwartet. Also wir haben da einiges vor. Und wir sind heute noch den ganzen Abend hier am Proben, und jetzt wird um uns herum gerade eingeleuchtet. Und da habe ich gedacht, die Zeit nutze ich mal, um mal kurz mal bei euch vorbeizugucken. Das finde ich richtig cool, und das freut uns auch. Vor allem freut es mich, dass da wirklich so viel Retro-Affinität zu spüren ist bei dir. Das heißt, jetzt mach nur noch Corona weg und dann geht's rund, oder? Du, also dann komme ich auf jeden Fall mal rum, weil ich muss das alles nochmal in haptischer Form anfassen, weil ich weiß ja, wenn ich eure Regale sehe, da steht ja alles drin. Und wenn ich zum Beispiel zurückdenke an mein wirklich absolutes Lieblingsspiel, Indiana Jones auf dem Amiga, und dieses Kennwort, weißt du, das war so eine Drehscheibe, ey, das habe ich das geliebt. Ich habe das, also das waren so Zeiten, ich finde immer die heutige Zeit, das ist alles viel zu schnelllebig, weißt du, dieses im PlayStation Store und so runterladen und Xbox Store. Früher, weißt du, da ist man losgefahren, ich war noch in Munzburg irgendwo, da war so ein Videospielladen, und da habe ich mir dann immer meine Spiele gekauft und bin dann stolz mit der Bahn nach Hause gefahren und konnte es kaum erwarten, habe dieses Handbuch durchgelesen und war heiß wie Frittenfett. Das ist irgendwie, ich finde, das ist alles weg. Also das ist, Carsten? Ja, da ist es. Oh, wie geil. Hattest du das als Original oder als Kopie? Ich hatte das als Original. Ich habe mir das Spiel original gekauft für 49 Monkey Mark. Island, ja. Monkey Island. Ich auch noch, ja. Geil, cool. Und Madden, warst du schon immer Footballer? Ja, ich habe in den USA mit 14 mich in Football verliebt. Und dann, du warst Austauschschüler, ne? Genau, selber gespielt, unter anderem gegen den Mann, der jetzt, was spielst du da? Candy Crush oder was machst du da? Beschäftige mal mit der Arbeit. Achso, er guckt sich Snackstadion an. Und habe dann selber gespielt, bin dann ja jetzt Trainer und so weiter und so fort, und so bin ich halt zum Kommentieren hier gekommen. Und Madden war halt ab der Mega Drive Konsole, die ich dann noch illegalerweise habe umbauen lassen, das mit einem Kippschalter hinten, dass ich US-Spiele benutzen konnte, weil mein Vater war Flugkapitän, hat mir dann immer die Spiele aus den USA mitgebracht. Ja, geil. Und so bin ich dann an Madden gekommen, und bis heute ist es geil, jedes Mal, wenn Madden rauskommt. Inzwischen muss ich es mir nicht mehr kaufen, ich krieg's netterweise von denen zugeschickt. Und freue mich dann immer. Und ich merke es immer, wenn ich das dann auf meinem Instagram-Kanal verlose, die ganzen Madden-Sachen, die Leute drehen halt durch. Also das ist halt Spiele sind Kult, und das ist auch gut so, dass es so geworden ist. Einer der wenigen Sachen, die noch bei EA laufen, glaube ich, ne? Also Fußball, genau. Klar, aber so Eishockey ist ja alles schon irgendwie, stirbt ja auch so ein bisschen da weg bei Electronic Arts. Ja, also der Markt ist halt in Deutschland leider nicht da. Also damals, ich habe auch immer NHL gespielt. Klar, jetzt gibt es FIFA und es gibt Madden, aber FIFA ist halt extrem dominant, ne? Also für den deutschen Markt. Ja. Und Madden ist dann immer nur so das Produkt, das kaufen dann nur so Nerd wie ich. Ist okay. Versteht dein Umfeld die Retro-Affinität? Nicht so wirklich. Also, mein Chef kommt, warte mal. Nicht so wirklich. Also ich hab mir das von Zack McCracken, das Titelbild ausdrucken lassen. Und habe mir das an die Wand gehängt, aber meine Freundin hat das erst verstanden, nachdem ich sie ja dann mühsam erklärt habe. So, also ganz kurzer Aufruf an alle da draußen. Die Jungs machen das mit Herzblut, die Jungs machen das mit Liebe, und es gibt die Möglichkeit, die Jungs auch finanziell zu unterstützen. Die leben eigentlich nicht davon, dass jetzt Leute vorbeikommen. Nee, wir leben von Event- und Pressefotografie, was ganz toll ist bei genau. Corona. So, und das, was ihr da ist im Hintergrund seht, die Jungs haben viel, viel Mühe gemacht, also da gibt es einen Link zum Spenden. Lasst eine kurze Spende da, wenn es auch nur minimal ist, weil die Jungs wollen den Laden weitermachen. Und je länger der Laden läuft, umso länger kann man dann da auch vorbeigehen. Und das ist eine ziemlich coole Geschichte. Weil ich kenne die beiden als Fotografen, da sind sie schon extrem cool. Und das, was sie da auf die Beine gestellt haben, das bedarf Unterstützung. So, mein Chef guckt mich böse an, und das bedeutet, da seht ihr ihn, guck mal. So, der will mir jetzt sagen, was wir in der Probe alles falsch gemacht haben. Jetzt kriege ich Schimpfe. Jetzt muss ich auflegen. Hat da jemand ein Gladbach-Trikot an? Das ist ja scheußlich. Dann viel Erfolg. Magst du kurz sagen, wo man dich morgen sehen kann? Ab 2015 auf ProSieben Max geht's los. Ganz wilde Fahrt. Also jeder, der ein bisschen Amerika mag, der Football mag, sollte dann tatsächlich mal vorbeigucken. Wer gewinnt? Der eine gegen den anderen. Also wer gegen Tom Brady tippt, wäre wahnsinnig. Aber ich glaube tatsächlich, die Chiefs gewinnen. Danke fürs Vorbeikommen, Carsten. Und wie gesagt, wir streamen irgendwann nochmal aus der Location, oder wir spielen schlimmstenfalls, wenn Corona noch länger bleibt, online. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach, und ich hoffe, wir hören und sehen uns dann seine Anwesenheit irgendwann mal. Auf jeden Fall. Also jeden Donnerstag online. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Danke fürs Vorbeikommen. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, und wir gehen nochmal kurz auf die
Quizfrage. Die wurde diesmal recht schnell beantwortet tatsächlich. Dass es sich hier um, ja, um kein Hühnchen handelt, war, glaube ich, klar, oder? Und Ketter war doch richtig, langsam. Ne? Bitte was? Ketter war doch, achso. Dieses Mal war am schnellsten der Michael. Und ja, wie gesagt, eine tausendste Sekunde hinterher gefühlt war es die Miriam. Aber wir sagen ja immer, die nächste Chance ist gleich da. Und wir machen jetzt einmal vor der Werbung eine Frage und einmal nach der Werbung, damit wirklich jeder eine Chance hat. Was Einfaches oder was Schweres? Was hättet ihr gerne? Mittel? Schwer. Wir bleiben bei schwer. Na gut. Das ist jetzt auch nicht so schwer wahrscheinlich, aber naja, das ist nicht schwer, aber vielleicht lustig. Wir nehmen mal was Schönes. Wir suchen wieder einen Spieletitel. Ich lasse das jetzt ein paar Sekunden eingeblendet und dann gehe ich gleich in den Trailer. Wer zuerst die Mail schreibt, Robin hat es jetzt das gehabt. Das war im Schwerordner, Patrick. Robin, ich habe es nicht rausgefunden und das durfte deswegen schwer. Und wenn ich das nicht rausfinde, wird es echt peinlich. Wir gehen mal in den Trailer.